So, und jetzt bin ich beim zweiten, beim Ramakau-Museum. Und hier geht es wohl um Dinosaurier und Tiere, Pflanzen. Aber auch hier wieder der Eintritt kostenlos, nachdem ich meinen Ausweis hingelegt habe, weil ich älter als 60 bin. Da war auch nicht irgendwie Geschwätz von wegen, ah nee, das gilt nur für Thais oder so, gar nichts. Sofort ohne Probleme, ja, da kriegst du ein neues Ticket, weil das Ticket von dem anderen Gebäude kann ich hier nicht benutzen. Hier ist Tang Tao. Ah, ist wohl die Kontrolle. Warte, ich hab. Okay. Ach, Exxon Mobil gibt es hier auch, schon von der Frühgeschichte. Und da ist ein Tierchen flach. Ach, ein Lobster? Nee, das kann ja nicht sein, das kann doch kein Lobster sein. Außer halt, ja, wenn es von der Uhrzeit her ist. Also nicht Uhrzeit. Uhrzeit, sondern Uhrzeit. Was haben wir hier draußen? Ah, da geht es dann auch nochmal runter. So, auch da lasse ich maximal 10 Minuten laufen. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier 4 solcher Museen. Und wo muss man rein? So dunkel, ich sehe nichts. Kam nicht. Chuck Rua. Big Bang. Big Bang. Ach, da war der Urknall. Urknall, ne? Ich gehe erstmal hier. Ich sehe kaum was. Ja, ich weiß nicht, was er macht. Eigentlich ist es ein Info-Terminal. Wer es nicht erkannt hat, das sind unterschiedliche Steine. Könnte es sein, dass das Vulkangestein ist, was sich im Laufe der Jahre verändert hat. Und hier der Zufluss vom Wasser. Kennt man ja aus Schulbüchern. Und hier können wir die Erde mal... Ach, da geht's. So dreht sie sich um die Sonne. Und hier wird erklärt, warum es saisonale Schwankungen gibt. Sehen, wenn sie Viren haben, ob dann auch der Coronavirus irgendwo dabei ist. Aber es sind Bakterien. Kann man nichts mit anfangen.
Nein, die sind nicht echt. Die wurden nicht getötet. Und wer kennt ihn nicht? Wer ihn nicht kennt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich mache mich dann auf die Suche nach Informationen. Und wenn sich jemand wundert, dass die Bildqualität von dem Video nicht so besonders ist, mir ist mein Handy, was ich mittlerweile seit 4 Jahren benutze, auf den Boden gefallen. Das LCD ging kaputt, nicht zu Bruch, weil es wird einfach nicht mehr hell. Es ist nur noch ein weißer Streifen. Und da musste ich mir jetzt erst ein neues LCD bestellen. Ich hoffe, dass es in 3 Tagen da ist. Dann kann ich es einbauen lassen und hoffentlich funktioniert es dann wieder, sonst muss ich mir tatsächlich ein neues Handy kaufen, was natürlich aufgrund der vielen Apps, die ich hier benutze, Strom bezahlen, Wasser bezahlen, Internet bezahlen, deutsches Bankkonto, thailändisches Bankkonto und noch so vieles mehr. Die Einrichtung, ja, die ist halt richtig aufwendig, vor allen Dingen, weil ich im alten Handy alles abgespeichert habe und jetzt bedingt dadurch, dass das LCD nicht geht, die Daten nicht abrufen kann. Und nein, abgespeichert bedeutet nicht, irgendjemand kann da dran gehen. Auch das ist nochmal alles mit Passwort und so weiter geschützt. Und ich glaube, das Video hier drin dauert länger als 10 Minuten. Ja, noch irgendwo ein Stockwerk gibt. Muss ich jetzt mal suchen, ob es noch mal hoch geht. Hoch wahrscheinlich nicht, eher dann noch mal runter. Ah, da hinten. Eis und Schnee. Ja, wie schützt man die Natur? Da sollten mal noch ein paar Thais hierher kommen, weil so dass es verbessert hat, ist zwar in Ordnung, aber es ist immer noch grausam, wie hier mit Plastiktüten umgegangen wird und auch sonstiges, was ganz gern mal in der freien Umwelt entsorgt wird. Da geht es über Bauschutt, sonstigen Abfall, keine Ahnung, wie es weitergeht. Also ja, Möbel und was weiß ich, Metalle und so, alles was man oder auch die Thais eigentlich nicht mehr benutzen können, wollen oder so. Das wird einfach irgendwo am Straßenrand hingeworfen. Kaputte Fliese, Steine von abgerissenen Häusern oder Mauern, und das Dolle kommt, dann kauft irgendjemand das Grundstück und da wird Erde drauf gemacht, wird 2-3 Jahre liegen lassen, dass sich die Erde, die man drauf geschüttet hat, verdichten kann, und dann wird gebaut und unter dem Haus halt Schott,
auch hin und wieder mal Chemikalien, die man nicht gern unter seinen Füßen hat. So, der Iglu ist zusammengefallen. Nachher, wenn ich mit dem Video fertig bin, komme ich zurück und baue es auf. Oje. So she clutched her little child to her chest and ran away from the camp, leaving her husband behind. She arrived at another village and told the villagers the whole story. Suddenly, the man appeared and came toward the village across the ice. Fortunately, the creature clutched. Für Familien? Definitiv, oder auch Gruppen, definitiv interessant. Hier in den vier oder fünf Gebäuden kann man einen kompletten Tag verbringen. Oder haben sie feuchte Erde aufgebaut. Das ist richtig interessant, wenn da drauf steht, senkt sich der Fußboden. Und kommt erst wieder dann zurück, wenn man die Stelle verlässt. So, was ist mit dem hier? Heißt der? Ach so, das ist es. Lagerfeuer. Wie sie die Tiere lackieren, dieses Werkzeug. Naja, das ist schon klasse. Kakteen. Beach sand. River sand. Desert sand. So, ich denke, es dauert tatsächlich 15 Minuten. Sollten eigentlich genügend sein. Naja, Tropical bin ich da vorhin reingekommen, weiß ich das nicht genau. Ich glaube nicht, ach, da ist ein Exit. Ja, auch sehr, sehr verwirrend.
alle Räume, die sind nicht unbedingt direkt miteinander verbunden. Ja, da war ich noch nicht, das sind riesen Bäume. Da war ich auch schon ein paar Mal bei einigen, die verehrt werden und die einen Durchmesser, war ich jetzt mal 4 Meter hatten. Also drumherum laufen, 8,5 Stunden. Das sind natürlich keine echten, war aber ja wahrscheinlich auch jedem klar, der sich das anschaut. Ich schau mal, wenn ich es nicht vergesse, werde ich auch die Location dazu posten. Und hier einmal drauf drücken, was passiert? Es dreht sich. Es wird immer schneller. Oh, klasse. Wie das menschliche Auge da verwirrt wird. Klasse. Oh, da kann ich mir einen Kaffee ziehen, einen Kuchen kostenlos essen. So, nach was riechst du? Irgendwie Vanille, ach, da steht es doch sogar, Vanille. Ja, toll. Und hier kann man reingehen, nein. Bestimmt kann man da reingehen. Nein, geht nicht. Schade. Es kommt der Spieltrieb bei mir raus. Ach, da kann man reingehen. Fallen Tree. Ja, da können die Kinder auch nicht. Ich nicht. So, das war's jetzt, weil es guckt sich sowieso keiner 20 Minuten lang an.